Auf jeden Fall habe ich weitester Ort von Deutschland in Google eingegeben und raus kam Neuseeland. Und so bin ich hier gelandet. Ich bin hier in Christchurch, das ist die drittgrößte Stadt hier in Neuseeland. Es ist eine geile Stadt. Ich liebe es hier. Ich bin an der Cashmere High School und es ist eine coole Schule. Der Standort hier ist einfach perfekt. Also ich bin ein Mountainbiker, ich liebe die Berge, ich liebe Surfen und das ist einfach alles so nah. 20 Minuten und ich stehe auf einem Hügel, kann über die ganze Landschaft gucken. Ich gehe zurück im Dezember, das sind dann 18 Monate. Ich mache das neuseeländische Abitur, weil das ein Abschluss in Englisch ist, was dich quasi später im Leben weiterbringt. Und wenn man bestimmte Bedingungen einhält, wird es in Deutschland von den Unis anerkannt und es ist der perfekte Deal. Man kommt hier rüber im Juni, hat ein halbes Jahr, um sich ans Englische dran zu gewöhnen, mal ein bisschen in die Fächer reinzuschnuppern, auch mal ein bisschen Spaß zu haben, einfach die Zeit hier in Neuseeland genießen. Dann hat man 3 Monate Ferien, um zu reisen und dann fängt die Schule an und dann hat man 1 Jahr, dann ist die Schule vorbei. Und dann kommt man wieder nach 1,5 Jahren und ist schon schneller fertig als die in Berlin. Das International Team an der Cashmere High School ist ziemlich hilfsbereit und nett und freundlich. Und wenn du Fragen hast, helfen die dir, sind immer nett. Das International Office hat 2 Trips für mich organisiert. Der erste war nach Queenstown und der zweite war nach Nelson. Und wir waren dann mit den ganzen Internationals in Queenstown, waren dann oben auf der Gondola und sind die Luge gefahren. Ja, hier in Neuseeland macht man ziemlich schnell viele Freunde. Ich bin ziemlich offen, so ich mache quasi alles mit meinen Freunden und dann chillen wir einfach in den Bergen, guter Blick, gute Musik oder einfach mal am Strand, ist ja so nah. Also meine Gastfamilie hier ist super, meine Gasteltern heißen Sean und Jill. Ich lebe hier mit meiner Gastfamilie in einem kleinen süßen Haus mit Garten, mit allem drum und dran, ziemlich nah an der Schule, das heißt man kann hier zur Schule laufen. Ich habe hier ein schönes, nettes Zimmer, ziemlich gemütlich, aber eigentlich verbringe ich nicht so viel Zeit in meinem Zimmer, außer halt zum Schlafen und vielleicht mal Hausaufgaben machen, aber sonst bin ich halt immer draußen. Kurz vorm Flug dachte ich mir, oh, will ich das echt machen? 12 Monate sind dann doch schon eine lange Zeit, aber dann, sobald ich hier war, ich habe es geliebt und ich liebe es jetzt immer noch. Also es ist die beste Erfahrung, die ich jemals hatte und ich kann es einfach jedem weiterempfehlen. Ich habe mich hier in Neuseeland viel verändert, also vorher war ich mehr so zurückhaltend und jetzt bin ich einfach, hallo, wie geht's dir? Ich bin Christian, nett dich kennenzulernen und man macht einfach viel mehr Freunde. Und jetzt bin ich halt mehr so der Typ, der halt nach draußen geht und wandern geht und Mountainbiken geht und surfen geht. Ich habe auf jeden Fall vor, nach meinem Studium wieder nach Neuseeland zu kommen. Ich kann die Cashmere High sehr empfehlen. Nette Lehrer, nette Schüler, ziemlich offen, machst halt ziemlich schnell viele Freunde. Und es ist ein bisschen mehr akademisch, was halt dem Deutschen ein bisschen näher kommt. Ich fühle mich hier wohl und es ist eine gute Schule, egal was du halt machen willst. Ob du mehr auf Sportarten fixiert bist oder ob du mehr was Akademisches willst. Die Schule kann's und die Schule bringt's.